Vor 10 Jahren, am 24. April 2013, forderte der Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes in Bangladesch über 1100 Menschenleben und rund 2000 Verletzte. In den 5 Textilfabriken, die bei der Katastrophe einstürzten, wurde für internationale Modelabels produziert, darunter auch deutsche Firmen. Der weltweite Aufschrei führte nach Rana Plaza zu einem Abkommen über Gebäude- und Brandschutzsicherheit in Bangladesch. Der sogenannte Bangladesch-Akkord war für die unterzeichnenden Markenunternehmen verbindlich. Das Abkommen verpflichtet die Fabriken zur Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards mit Inspektionen, die von den Markenunternehmen bezahlt werden. Der Akkord gilt als der erfolgreichste Mechanismus zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz weltweit. Das Abkommen hat das Leben zehntausender ArbeiterInnen in Bangladesch sicherer gemacht. Und trotzdem haben auch 10 Jahre später führende Unternehmen, die in Bangladesch produzieren lassen, das Abkommen und seine Nachfolger bis heute nicht unterzeichnet. 2 dieser Unternehmen, Amazon und IKEA, fallen seit dem 1. Januar 2023 unter das deutsche Lieferkettengesetz. Sie sind also gesetzlich dazu verpflichtet, Menschen und Umwelt in ihren Lieferketten zu schützen. Darum reichen wir heute für ArbeiterInnen, die in bangladeschischen Fabriken für diese Unternehmen nähen, Beschwerde ein. Es ist an der Zeit, das deutsche Gesetz dafür zu nutzen, die Unternehmen, die nicht freiwillig Verantwortung für die Menschen in ihren Lieferketten übernehmen wollen, endlich dazu zu verpflichten.